So Leute, heute soll es darum gehen, wie man unklare Soundaufnahmen ein bisschen klarer macht, indem man die Störgeräusche daraus filtert. Ich habe dazu mir mal, ups, falsch, falsch, hier. Ich mache mir hierzu ein kleines Feld, ich mache das ein bisschen größer, weil wenn ich gleich Aufnehmen drücke, dann würde das sonst immer nur im ersten Takt hin und her springen und dann quasi meine Aufnahme zerstückeln. Das möchte ich nicht. Wir bauen uns quasi hier so ein kleines Ding, damit es halt durchläuft. Ich nehme jetzt einmal, habe meine Gitarre zur Hand genommen und jetzt machen wir ein kleines Melodeichen. So, da haben wir es auch schon. Ich habe jetzt absichtlich das Ende rausgelassen. Ich kopiere das kurz so, zack. Hier am Ende haben wir quasi dann nur die Störgeräusche. Wir hören uns das Ganze jetzt einmal an. Das hier. Das sind die Störgeräusche, die wollen wir raus haben. Das ist quasi nichts von dem, was wir wollen. Dafür machen wir einen Doppelklick mit links hier drauf. Dann gehen wir oben in Edison. Ups, das war noch eben von der Probe, wo ich einmal durchgegangen bin. Zack, dann ziehen wir das hier rein. Ja, halt's Maul. So, gut. Jetzt haben wir quasi hier das. Cool. Was machen wir damit? Wir gehen hier hinten auf das Ding und ziehen einmal mit der linken Maustaste hier einen roten Bereich rein. Das müsste dann die ganze Zeit loopen. Beziehungsweise wenn wir hier auf Loop klicken, dann würde das jetzt endlos durchlaufen. Das ist das Geräusch, was wir raus haben wollen. Jetzt gehen wir hier auf das und machen einen Rechtsklick. Es stand da, genau, Noise Profile Acquired. Bedeutet, neues Profil quasi aufgenommen und ist verzeichnet. Der weiß jetzt quasi, was rausgefischt werden soll. Jetzt machen wir einen Linksklick da drauf. Und dann kommt dieses nette Fenster. Hier können wir quasi uns noch weiter damit beschäftigen, was alles rausgefiltert werden soll. Hier gibt es einen kleinen Preview-Button. Ja, ein. Ach Quatsch, ups. Wir müssen das hier noch komplett rüberziehen, quasi den Bereich markieren, den wir raus haben wollen. Dann gehen wir hier hin. Zack, so, jetzt Preview. Ja, ist schon ein bisschen, aber um das jetzt quasi richtig rauszunehmen, können wir hier auf Noise Only klicken und dann können wir quasi nur hören, was rausgefiltert wird. Jetzt gehen wir einmal ganz nach rechts. Wir hören schon, da geht auch ein bisschen was von der Gitarre noch mit rein. Jetzt nach ganz links. Nur Störgeräusche. Wir müssen quasi hier dann. Ja. Ja, sagen wir mal so. Und jetzt nehmen wir das quasi wieder raus, um das ganze Ergebnis anzuhören. Geht doch. Jetzt nehmen wir, gehen wir quasi auf Accept. Jetzt wird das einmal kurz bearbeitet. Jetzt nehmen wir das. Ups, ups, ups. Jetzt gehen wir. Richtig hohl. Jetzt gehen wir oben und ziehen dann quasi alles, was wir da drin haben, hier raus. Gut. Jetzt muten wir einmal das und spielen das. Wir machen den Loop da hinten weg, spielen das einmal ab. Gut, jetzt haben wir hier unten, hier am Ende quasi schon gesehen. Gut. Und dazu im Gegensatz das Original. Ja, nochmal das komplette Original von Anfang. Jetzt das andere, das bearbeitete. Viel besser. Bam! Leckt mich am Arsch.